Okay, also, wenn, was denn? Kann er haben, ja, so, das, so, nimm dir, nehmt euch, nehmen Sie sich. Okay, so, wenn Sie schon ein bisschen was vorbereitet haben, dann haben Sie Octave schon auf. Bei mir, also bei einem vernünftigen Betriebssystem, finden Sie das unter Bildung. Kann schon ein bisschen was abgeben. So, also bei mir findet man das unter Bildung, bei Ihnen unter Windows ist das wahrscheinlich irgendwo in dem Programm-Startmenü da irgendwo verortet. Die moderne Variante davon sieht so aus, dass Sie mehrere, also im Prinzip hier so ein Befehlsfenster haben. Und dann haben Sie hier so einen Arbeitsplatz-Browser, hätte ich fast gesagt, hier eine Befehlshistorie. Brauche ich eigentlich nie. Hier haben Sie die Variablen drin stehen und hier oben haben Sie ein Verzeichnis drin. Da könnten Sie jetzt nochmal so ein leeres Verzeichnis anlegen, wenn Sie wollen. Gehen Sie irgendwo hin, bei mir irgendwo tief unten in der Dateihierarchie versteckt. Richtig viel speichern brauchen wir aber nicht. So, was kann das Ding hier? Das ist eigentlich ein Programmiersprachen-Interpreter mit dem Schwerpunkt mathematische Prozesse abzubilden. So, Interpreter heißt, dass wenn Sie einen Befehl eintippen, der auch sofort ausgeführt werden kann. Es heißt aber auch, dass Sie selber Programme schreiben können, selber Funktionen schreiben können, mit denen Sie irgendwie was tun können. Der Einstieg, also man kann MATLAB respektive Octave, das ist hochgradig kompatibel, kann man auf verschiedenen Ebenen betreiben. Wir bleiben von den Datenstrukturen her relativ einfach und auch von den Programmstrukturen bleiben wir relativ einfach. Sie können da jetzt natürlich auch objektorientiert zumindest in MATLAB arbeiten. Sie können mit Strukturen arbeiten. Das wollen wir alles nicht machen. Wir nehmen ganz einfache Datenstrukturen her. Und das ist eben auch der Vorteil, dass man das nämlich machen kann, dass man sich nicht wie in C oder Java da viele Gedanken machen muss, ist das jetzt ein Double oder ein Float oder ein Integer oder sonst irgendwas, sondern einfach, wenn ich hier irgendwie eintippe, ich will eine Variable x definieren, mache ich x gleich 1, dann ist das halt die 1. Fertig. Das war's. Und es wird auch sofort ausgeführt. Das sehen Sie da unten dran, dass da eine Ausgabe kommt. So, und wenn Sie jetzt ausrechnen, wenn Sie die x auf 20 setzen wollen, dann machen Sie halt x gleich 20. Da zickt da auch nicht blöde rum. Ist eben so. Sie sehen das jetzt hier. Das ist dann auch gleich die Klasse Double. Das macht er für Sie. Brauchen sich keine großen Gedanken zu machen. Und wenn Sie jetzt x quadrieren wollen, dann machen Sie einfach x hoch. Quatsch. Was hat er denn jetzt, ey? Hoch 2 und dann kommt da halt 400 raus. So, dieses Hochzeichen hier, eventuell müssen Sie da oben, das ist da oben links, ja, ne? Oben links und dann Space drücken. Sonst kriegen Sie hier, wenn ich das nämlich nicht mache, dann kriege ich sowas raus. Also ein x Quadrat da und das ist nichts, was man möchte. Können Sie eigentlich alle das sehen? Gut. So, und das gibt einen Syntaxfehler, selbstverständlich, nicht? Weil da nämlich ein Charakter drin ist, den er nicht kennt. Also macht man x Quadrat. So, damit können wir jetzt das ganze Ding schon als Taschenrechner verwenden, ne? Es kann aber viel mehr. Also wir könnten jetzt ja auch hier 100 mal 30 plus, was weiß ich, Sinus von 2 machen, dann kommt halt sowas dabei raus. Also damit haben Sie schon eine vollständige Taschenrechnerfunktion hier. Die ist jetzt von der Ausgabe her nicht allzu schön. Aber voll funktional. Das, was die eigentliche Leistung ist, ist nämlich, deswegen habe ich das nämlich auch so eingeführt, das Basiselement ist nämlich eigentlich nicht die Zahl, sondern es ist eigentlich die Matrix. Und ein Vektor ist auch nur eine einspaltige Matrix, wenn Sie so wollen. Nicht mehr und nicht weniger. Das heißt also, wenn ich jetzt hier x definiere als ein Vektor, 1, 2, 3, entweder mit Spaces oder Kommas getrennt zunächst mal, dann kriege ich hier so eine Zeile raus. Ein Zeilenvektor.
das ist jetzt vielleicht schön, aber hilft jetzt auch erstmal nicht weiter. Das Tolle ist nur, ich kann jetzt auf diesem Vektor die mathematischen Operationen ausführen. So, ich kann jetzt zum Beispiel sagen, x plus 3. Dann kommt der 4, 5, 6 raus, weil nämlich die 3 zu jedem Element dieses x dazugezählt wird. Oder ich kann sagen, x mal 3. Wenn ich jetzt jedes Element mal 3 multipliziert. So, und das ist jetzt eben gegenüber anderen Programmiersprachen absoluter Vorteil. Wenn ich jetzt das Ganze in C oder Java machen würde, ohne entsprechende Bibliotheken dahinter, dann müsste ich jetzt eine Vorschleife definieren und so. Dann ist das Ganze nicht irgendwie mit 3 Zeichen erledigt, sondern dann brauche ich wahrscheinlich 4, 5 Zeilen. Ich muss erstmal irgendwie so eine Hilfsvariable definieren und dann brauche ich muss ich das Feld anlegen, dann muss ich eine Vorschleife draus machen und so weiter und so fort. Das muss ich alles mit der Hand am Arm oder von Hand programmieren. Das brauche ich hier nicht. Hier tippe ich einfach die mathematische Operation auf dem Vektor so ein. Fertig. So. Nun habe ich hier ja eigentlich nur, ja, jetzt habe ich ja nur Skalare entweder dazu addiert oder multipliziert. Das ist ja nun auch noch eine relativ lahme Operation. Ne? Also ist ja noch nicht viel passiert. Einfach nur Vektor mal 3, okay, das hilft mir noch nicht so richtig. Aber ich kann mit dem Vektor selber arbeiten. Ich könnte jetzt zum Beispiel noch so ein A mir definieren als 10, 20, 30. Muss ich mir ein X angucken. Mein A angucken. Sind Sie irgendwie alle dabei oder verliere ich schon jemanden? Dann sagt er Bescheid. Ne? So, jetzt könnte ich auch sagen A plus X zum Beispiel. So, oder ich kann sagen A mal X. Und das gibt jetzt Ärger. Zunächst mal. Warum gibt das Ärger? Ja, weil die Zeilenzahl vom einen ja die Spaltzahl vom anderen sein muss und es ist ja bei dem Kind. Ich weiß ja beides, entweder Zeilenvektor oder Spaltenvektor. So ist es. Das meckert dann nämlich auch an, dass nämlich die Dimensionen nicht passen für den Operator mal. Ich fange mal noch ein bisschen weiter da vorne an. Die Multiplikation auf dem Vektor ist eigentlich nicht klar, was ich wirklich meine. Hier, nicht? Meine ich nämlich wirklich eine Vektor-Vektor-Multiplikation? Oder meine ich eine elementweise Multiplikation oder was eigentlich? So, und deswegen muss ich da entweder es genauso machen, wie Sie sagen, die richtigen Dimensionen aneinander passen, dann weiß er, was er zu tun hat, nämlich eigentlich zwei Vektoren multiplizieren. Oder muss ich ihm sagen, dass er es elementweise machen soll. So, wie funktioniert jetzt eine Vektor-Vektor-Multiplikation? Da muss ich mal einmal kurz zeichnen, dass man das auch wirklich sieht. Ich habe, was haben wir denn? Habe ich da eingetippt? A, 10, 20, 30 als den Zeilenvektor, als die eine Zeile hier stehen. Können wir gleich wegpacken. Gut. So, wenn ich da jetzt noch eine Zeile ran multipliziere, dann weiß er halt, dann kann er das nicht. Weil das so nicht definiert ist. Was ich bräuchte, wäre, dass ich einen Spaltenvektor da dran multipliziere. Denn dann weiß ich, der mit dem plus der mit dem plus der mit dem. Ne? Gleich, gucken wir uns gleich an, was rauskommt. Das müssen wir jetzt nicht im Kopf rechnen. So. Kann ich erstmal fragen, wie kriege ich denn hier aus einem Spaltenvektor einen Zeilenvektor hin? Nur ich muss ihn umkippen. Umkippen heißt auf schlau transponieren und dann muss ich ihn halt transponieren und diese Transposition macht man wie in einem normalen Leben auch mit einem Strich dran. Nämlich so. Ich meine, man kann auch, benutze ich nie, Transpose von x schreiben. Genau, das geht auch. Also Sie können es auch auf lang machen, ne? Also transponierte von x, transpose x oder x Strich. Aber jetzt wollen wir mal gucken, ob das funktioniert. A mal x Strich. Ne? Und das geht.
Dann hat er nämlich genau das getan. Das ist nämlich einmal die 10 plus 2 mal die 20, 410 plus 3 mal die 30, 900. Quatsch, 90. 40, 90 und 10, 140 passt. Ja? So. Ja, damit haben wir das. Ich könnte jetzt auch x mit sich selber multiplizieren. Dann mache ich das nämlich so, dann ist das jetzt die Länge des Vektors x, die ich jetzt auf diese Art und Weise ausgerechnet habe. Also die Länge, was heißt Länge? Länge, anderes Wort für Länge. Betrag, genau. Betragsquadrat, Entschuldigung, Betragsquadrat von x. Ist das, Sie gucken mich so an. Staunend, oder? Ja, das können wir gleich tun. Das, also wenn ich das jetzt hier mache, dann mache ich ja den daran. Die Regel ist ja, Sie normalerweise, ich habe mir zu wenig Platz gelassen, schreiben Sie ja die Zeile hier hin und da die Spalte hin und dann kommt da immer der Eintrag hin, ne? Wenn Sie das so ein bisschen grafisch gemacht haben. Ja. So, und bei mir kommt jetzt nur eine Zahl raus. So, ne? Und dabei bleiben wir jetzt auch zunächst mal bei der Zahl. So, und ich habe jetzt den Betrag dieses Vektors bestimmt, den Betragsquadrat dieses Vektors bestimmt, indem ich den Vektor mal seine Transponierte multipliziert habe. Und dann kommt hier eben die 14 raus. Und wenn ich das mit dem A-Vektor mache, kommt das da raus. Okay, ich könnte auch... Also ich könnte ihm auch den Befehl Norm geben, dann muss ich das nicht über diese Multiplikation von Hand ausführen. Ne? Also ich könnte mal einfach sagen, gib mir die Norm, also den Betrag, die Länge dieses Vektors an, dann geht das mit dem Befehl Norm. Sind Sie noch da alle? Gut. Gut, jetzt machen wir das, was Sie gesagt haben. Dann mache ich nämlich genau das andere. Ich mache nämlich jetzt diese Konstruktion, dass ich den Spaltenvektor mal den Zeilenvektor mache. Also, ups. A mal A und dann, ne? Das ist das, was Sie erwartet haben. Kann der alles? Gut. Also Sie haben ja auch ein Stück aus dem Apfel rausgebissen, ne? Oh, Sie haben, ne, mach mal, weiß ich nicht, was Sie, naja, Sie haben geschweifte Klammern genommen, ne. Ja, aber ich kann planen, wie ich eckige Klammern eingebe. Ja, okay, geschweifte Klammern ist was völlig anderes. Okay. Das wollte ich gar nicht ansprechen, da sind Sie jetzt bei Zellen, das ist ein komplexerer Datentyp, deswegen geht das nicht. Okay. Also Sie müssen notwendigerweise... Vielleicht einfach das Stück vom Apfel ergänzen. So, also kann ich Ihnen auch nicht sagen, wo Sie jetzt auf dem Apple eine eckige Klammer finden. Also vielleicht tippen Sie es mal bei Google ein. Also suche eckige Klammer auf Apple oder so. Norm A ist die Länge des Vektors, also Betrag des Vektors. So, wenn Sie mal Hilfe brauchen, dann können Sie das machen, indem Sie sich hier melden. Aber wenn Sie zu Hause sitzen, natürlich nicht. Dann kommt nämlich keiner. Sie können nur einfach Help eintippen und dann den Befehl dahinter, zum Beispiel Help Norm. So, dann schmeißt er Ihnen sowas hier auf den Bildschirm. Norm ist nun eine relativ komplexe mathematische Operation. Deswegen machen wir das mal schnell wieder weg und nehmen mal einfach nur Help. Sinn. Ne? Für den Sinus, da wissen wir alle, was gemeint ist. So aus der, was weiß ich, 10. Klasse oder 8. oder 9. oder sowas, nicht? Nee, so weit nicht. So weit nicht. Also ich wollte es ja nicht übertreiben. Ne?
Also so aus der. So, und dann gibt er Ihnen hier eben die Hilfe dazu, also wie viele Argumente oder welche Argumente sind da drin, nämlich hier ist es einfach nur das X. Wie kriege ich eine Liste mit allen Befehlen? Oder alle Techniken? Oh, gibt es das irgendwie? Sie können hier Hilfe, Documentation auf der Festplatte aufmachen. Ja, nee, man kann auch einfach Doc eingeben. Oder Sie können, genau, Sie können Doc eingeben, dann haben Sie das, haben Sie dieselbe Dokumentation. Ich habe jetzt hier nur den Weg über die darüber gezeigt. Ne? Sie können auch einfach nur Help eingeben. Dann, ja gut, dann zeigt er Ihnen nur an, wie Help funktioniert und dass Sie mit Doc auch arbeiten können. Ne? Also das Beste, wenn Sie da tatsächlich was suchen, das Beste ist, Sie tippen ein Octave oder MATLAB und dann irgendwie, was Sie wollen im Google. Oder einer Suchmaschine Ihres Vertrauens, einer jeder anderen auch. Ne? Und dann kriegen Sie aus dem Internet eigentlich ganz sinnvolle Hilfen, auch wie man das anwendet oder irgendwelche Tipps und Tricks dazu. So, jetzt sind wir irgendwie stecken geblieben hier in einfach nur in Matrizen und Vektoren. Es ist auch relativ mühselig, wenn ich jetzt irgendwie die Zahlen von minus 1000 bis plus 1000 in 0,1er Schritten in einem Vektor haben möchte, weil ich irgendwas zeichnen möchte oder so, das so einzutippen, also minus 1000, minus 999,9, minus 999,8. Also ich finde es anstrengend. Deswegen gibt es natürlich Abkürzungen. Nicht? Also man könnte das natürlich jetzt programmieren, muss man aber hier gar nicht tun, so richtig toll, sondern man macht einfach minus 1000 in Doppelpunkt 0,1, Doppelpunkt plus 1000 und dann schießt man das weg und dann hat man jetzt hier den Bildschirm vollgeschrieben. Also jetzt zeigt er Ihnen hier die Zahlen von minus 1000 bis plus 1000 an. Ich möchte die aber alle gar nicht sehen, weil ich kann mir das schon vorstellen. Wir drücken einfach mal Q, dann springen wir doch wieder raus. Und wenn wir jetzt diesen Befehl abschließen mit einem Semikolon, dann führt er ihn einfach aus und schmeißt nichts auf den Bildschirm. Da steht er doch. Einfach abtippen da. Der macht, geht doch jetzt von minus 1000 bis 1000 in 0,1er Schritten. Genau. Also, Grenzwert, rechter Grenzwert und dann in der Mitte. Unter in der Mitte der Step, genau. Ist das jetzt eine Menge? Alles ist eine Menge, wenn Sie so wollen. Das ist. Ich würde es einfach mal nur als Vektor bezeichnen. Das ist einfach ein Vektor mit irgendwie so Größenordnung 20.001 Elementen. Ja. Aber über den Speicherplatz machen wir uns im Jahr 2018 keine Gedanken mehr. Also nicht auf dem Level, auf dem wir unterwegs sind. Wir schaffen das, also wenn Sie mögen, kann ich natürlich auch Octave oder MATLAB innerhalb von einer halben Stunde Ihnen erklären, wie Sie das da schnell lahmlegen. Also indem Sie wirklich große Matrizen bauen und so weiter. Ne? Und versuchen, tolle Sachen zu rechnen und so. Aber bei 20.000 Elementen braucht man sich doch keine Gedanken zu machen. So. Sehen wollen wir das nicht. Wir können uns das natürlich angucken, dann schmeißen uns die alle auf den Bildschirm. Was vielleicht schöner ist, ist, dass man sich das plottet. Wie plottet man das? Natürlich mit plot x, x. So, und dann müssen Sie nur noch das Fenster suchen, die Figur suchen, die ist hier. Und natürlich, wenn ich x mit x plotte, kommt da eine Gerade bei raus. Mhm. Bitte? Na, also, das erste Argument ist die x-Achse. Das zweite Argument ist die Y-Achse. Also das heißt, wenn ich jetzt mache x, x2, dann machen wir das. Das ist jetzt das nächste, was wir tun werden. Ne? x mit x2 plotten. Aber jetzt habe ich erstmal x mit x geplottet und dann zeichnet er mir hier diese, also ohne mit der Wimper zu zucken, hier so ein Strich hin. Fertig. So, da kommen wir schon an die cooleren Sachen ran. Jetzt plotten wir mal x. Mit x Quadrat. Ja, aber wir müssen es natürlich elementweise quadrieren, weil wenn wir jetzt x mit x multiplizieren wollten, dann hätten wir wieder das Problem wie da. Das heißt, wir müssen es elementweise machen, also mit Punkt. So,
Und dann sehen Sie, dass da die wunderbare Parabel steht, ne? Glaube die, ja. Das wird er jetzt auch hinbekommen, wenn x eben keine Matrix wäre, sondern also einfach eine Zahl. Nee, das muss ja die gleiche Dimension sein. Also Sie brauchen im Plot-Befehl hier zu jedem x-Wert einen y-Wert. Also müssen das beides ja, Vektoren sein. Also ich kann auch eine Matrix reinschmeißen, dann gibt das da ganz wunderbare Effekte, die man beherrschen muss. Gut. Das ist elementweise Quadrieren des Vektors. Also jedes Element mit sich selbst multipliziert. Ne? Machen wir den x mal kleiner. Hier nicht von minus 1000 bis da, sondern von minus 3 bis 3 einfach nur. Dann ist das ein bisschen übersichtlicher hier. Na gut, so, dann plotten Sie mal den Sinus x über x. Machen Sie mal einfach. Das heißt, ja, gut, ich kann es auch gerade vormachen. So, dann kommt sowas aber raus, ne? Man kann hier noch ein Gitter einschalten. Ich bin mir nicht sicher, ob das auf allen Betriebssystemen ähnlich aussieht oder gleich aussieht, weil manchmal eine andere Plotting-Engine dahinter liegt. Oder angesprochen wird, der sich etwas, also in der Figur etwas anders verhält. Ja gut, dann. In früheren Versionen war da noch Gnuplot dahinter und das funktioniert. Und bei manchen Versionen war Gnuplot dabei und bei manchen war irgendwie nicht Gnuplot dabei und das verhält sich ein bisschen anders. Aber die Befehle sind die gleichen, nur die Figur sieht dann etwas anders aus. Kenne ich auch genauso gut. Ja, ja, okay, aber ja, bei Ihnen, dann ist es mittlerweile gleich. So. Soweit so zufrieden? Ja, Option 4, 5 hieß es eben. 5, 6. Also du musst auf Optionstaste drücken und dann 5, 6. Ja, das habe ich mittlerweile über Google auch rausgefunden. Ja. Aber trotzdem nicht. Nee, jetzt habe ich ganz einfach meine Graf und den Parkschalten des anderen Chefs gemacht. Oh, das ist schlecht. Was gibt es denn da hinten? Sie können was nicht? Drück mal Q. Yes. Okay, gut. So. Nee, der braucht nicht von mir. Also Sie können jede Grenze eingeben. Nee, war meine Grenze, die auf die Expansion oder in. Ich verstehe nicht. Bevor wir den Graphen eingezeichnet haben, x ist gleich minus 0,1. Ja. Ist das meine Grenze für meinen Graphen danach? Ja, ja. Also brauche ich meine zwei Vektoren, meinen Vektor und die Grenze, und dann kann ich was wischen. So. Okay, das wäre ja alles lahm, wenn ich nicht, also wenn es jetzt da schon stehen bleiben würde, wäre das wahrscheinlich, ja, ist nett, aber so richtig cool ist es noch nicht, nicht. Aber wenn ich anfangen will zu programmieren oder Funktionen zu definieren, kann ich das auch tun. Also ich kann meine eigene, ich fange mal an mit Dingen, die ich selber eigentlich selten verwende, aber die jetzt erstmal so, um das interaktiv zu machen, ganz, ganz sinnvoll sind. Ich definiere meine Funktion f gleich. So, und dann gebe ich an, welches das Argument ist. Das ist nämlich das hier, x elementweise quadriert minus 1. So, jetzt habe ich eine sogenannte anonyme Funktion, heißt das, glaube ich, definiert.
So, die Syntax finde ich ein bisschen kryptisch. Man kann hier auch mehrere Argumente angeben, wenn man möchte, also x, y und so weiter. Wir machen es erstmal nur mit einem. Das ist die eigentliche Funktion, nämlich x² minus 1 oder x elementweise quadriert minus 1. Und hier steht, er muss ja vorher wissen, welches das Argument ist. Bei dieser Funktion wäre das nicht unbedingt nötig. Da steht nämlich nur eine Variable drin, aber man könnte ja mehrere reinschreiben. Tut man hier jetzt nicht. So, jetzt hat er mir hier definiert x, also die Funktion f von x ist eben genau das da. Kann ich auch, wenn ich möchte, mit dem Semikolon abschließen, dann macht er mir da keine Ausgabe auf dem Bildschirm. So, jetzt könnte ich mir ihm sagen, gib mir mal die f von x. Dann führt er nämlich genau das durch. Also das x war ja noch definiert. Das ist nämlich mein minus 3 bis plus 3 in 0,1er Schritten gewesen. Und jetzt macht er eben stur für jedes x, rechnet er mir diese Funktion aus. Oder eigentlich macht das, naja, egal. So, und auch das kann ich plotten. Das liest sich jetzt so richtig schön wie im Mathematikunterricht. Ne? Ich plotte f von x über x und kriege das auch raus, damit dass man sieht, wenn man das Gitter einschaltet, am besten, dass das hier auch wirklich der um 1 nach unten verschobene Parabel ist. Auch das ist mathematisch beherrschbar und jetzt nichts, was Sie so von der Anschauung her aus der Bahn werfen sollte, schätze ich. Gut. Was wir hier sehen, und im Mathematikunterricht wird dann natürlich groß drauf rumgeritten, ich mache das mal ganz kurz. Wir haben hier zwei Nulldurchgänge, nämlich bei minus 1 und bei plus 1. Ja. Die können wir auch hier finden lassen, f0 von f. Und zwar lassen Sie uns mal gucken im Bereich von 1 bis 3. Brauchen wir wieder die eckigen Klammern. Man gibt nämlich hier in der Syntax an, einmal die Funktion, die man meint. Das ist das f. Darf nur ein Argument haben oder das erste Argument wird hier nur verwendet. Und dann gibt man ein, in welchen Grenzen man das sucht, also wo die Nullstelle liegt. Die Nullstelle muss dazwischen liegen, also genau zwischen diesen beiden Punkten. Nee, der eine Punkt muss ein anderes Vorzeichen haben als der andere. Machen wir es einfach mal. Dann sagt er einem natürlich die 1. Ne? Wenn ich hier zum Beispiel sagen würde, er soll von minus 3 bis 3 suchen, dann macht er Ärger. Weil nämlich bei minus 3 und bei 3 die Funktion größer als 0 ist, beide Male. Wenn Sie die Parabel vor Augen haben, ist das völlig klar. Da meint er, da gibt es keine Nullstelle dazwischen. Das liegt an dem Algorithmus. Es gibt andere Algorithmen, die da gar keinen Stress mit haben. Die würden einfach stur weitersuchen und dann die Nullstellen finden. Dieser hier eben nicht. Und wenn ich ihm sagen würde, er soll von minus 3 bis 0 gucken, findet er auch die minus 1. Also bei diesen numerischen Nullsuchalgorithmen muss man immer ein bisschen was über die Funktion wissen. Also hier relativ viel. Es gibt welche, da reicht es weniger zu wissen. Aber einfach nur so zu sagen, hier hast du Funktion, such mir alle Nullstellen, funktioniert bei den aller wenigsten Algorithmen so einfach. Ja, das haben Sie ja nicht immer. Und das wollen Sie ja auch nicht immer. Sie wollen ja nicht, wenn Sie was programmieren oder so, dann fällt so eine Nullstelle irgendwo als, was weiß ich, siebtes Zwischenergebnis irgendwann mal raus und dann wollen Sie noch weiterrechnen, 2 Stunden. Da wollen Sie nicht erstmal gucken, wo es könnte die Nullstelle sein und das dann eingeben. Ne? Also es gibt schon die Anforderung zu sagen, ich habe irgendeine Funktion und finde mir alle Nullstellen. Aber das ist kein einfaches Problem. Das wollte ich an dieser Stelle mal sagen. Ne? Es ist nicht alles nur x² minus 1 oder so. Nicht? Ja gut. Also auch eine coole Sache, das kann er alles. Syntax-Error ist komisch, aber finden wir mal schnell. Okay, machen wir es anders. Definieren wir mal eine Funktion, das ist das Ziel, oder ein Programm. Das
eine Nullstelle. Einer um A, das soll ein Argument sein, nach unten verschobenen Parabel berechnet. So, das ist mathematisch nicht so schwer, das kann man ja im Kopf nicht, aber mit ein bisschen Papier und Bleistift kann man das schnell ausrechnen, kann dann also auch kontrollieren, ob es ob der Computer richtig gemacht hat, es richtig gemacht hat. Worum es mir geht, ist hier einzuführen, dass man jetzt selber programmieren kann und nicht das alles von Hand so reinschreiben muss. Was macht er denn jetzt, ey? Da ist er wieder. Warum das denn jetzt? So, da haben wir es. Okay, wenn ich ein Programm machen möchte, ich kann es ganz einfach vorbereiten. Ich sage hier einfach Edit, wie wollen wir es nennen? nst1.m. .m ist nicht unwichtig, denn das ist dann ein M-File, also ein MATLAB-File. Dann weiß er nämlich auch gleich, dass das hier so ein programmierbares oder so ein Programm ist. Wenn ich das hier eintippe, dann stellt er fest, dass es das nicht gibt und er es nicht editieren kann und er bietet mir an, das zu erzeugen. Dann macht er das und dann springt er jetzt erstmal rüber. Hier auf den Editor. Sie sehen, dass der Reiter sich hier unten geändert hat auf Editor. Und hier oben kommt jetzt so ein ganzes Gelumse von irgendwelchen Lizenzkram. Den brauchen wir erstmal nicht. Stattdessen ist entscheidend, dass hier steht Function. Und zwar auf der linken Seite Return Value. Dann der Befehl, also die Funktion, wie sie heißt. Und die heißt immer genauso, wie die Datei, der Dateiname auch heißt. Nur ohne das .m. Das ist auch wichtig. Wenn Sie das nicht machen, findet er das nicht. Also wenn Sie später in dem Programm eintippen, ja, jetzt suchen wir mal die Nullstelle oder so, dann sucht der nach einer Datei, die genauso heißt wie Ihr Befehl. Und dann hinterher nach einer Funktion, die genauso heißt wie Ihre Funktion oder wie Ihr Funktionsaufruf. Und wenn das irgendwie ein Namen-Mismatch gibt, dann macht er halt nichts. Ne? So, NST und da sagen wir mal, soll das Argument A hier eingetippt werden. Bitte schön. Wahrscheinlich. Gehen Sie mal in eine andere Datei. Anderes Verzeichnis. Also können Sie hier oben das Verzeichnis wechseln oder ja, hier oben am besten, ne? Da. So, an dem End, ich würde das End-Function wegmachen und dann einfach nur ein End rausmachen. Das hat Kompatibilitätsgründe. Dann sind Sie kompatibel mit MATLAB. Aber wenn Sie, also Octave funktioniert auch mit dem End-Function. Wenn Sie hier irgendwo Kommentare einfügen wollen, können Sie das mit Prozent machen oder mit dem Lattenzaun. Also Hashtag heißt das ja bei Ihnen. Ne? Ich nehme das Prozent auch aus Kompatibilitätsgründen. Das Prozent ist nämlich kompatibel mit MATLAB und dann kann ich hier oben rein tippen, meine erste Funktion, die eine Nullstelle einer verschobenen Parabel berechnet. Was Sie da eintippen, ist völlig egal, ist ja ein Kommentar. Ne? Okay, so, dann machen wir genau das, was wir eben auch getan haben. Wir definieren nämlich jetzt hier die Funktion, die anonyme Funktion, also im Prinzip eine Funktion in der Funktion. Quadrat, minus a. Naja, dann sagen wir mal, wir wollen hier die auch noch plotten. X gleich minus 5, 0,1 bis 5. Das ist kein super Programm, aber es funktioniert erstmal. Dann machen wir hier mal einen Plot. X, f von x. Und Sie sehen, ich schließe alles mit Semikolon ab, weil ich will ja im Programmablauf gleich nicht, dass er mir dann für jede Zeile irgendwie was rausspuckt. Das ist aber umgekehrt eine wunderbare Variante, um zu debuggen, weil Sie machen einfach nur das Semikolon weg und dann wird die Ausgabe dieser Zeile auf dem Bildschirm angezeigt, hinterher, wenn das Ding läuft. Ne? Also Bug und Feature in 1. Ja, und dann machen wir hier noch, was weiß ich, n gleich f0 von f, und zwar im Bereich von 0 bis 5.
Und wir sagen noch return n. Meistens auch mit dem Semikolon. So, ich glaube, das war's. Okay. Kann ich das jetzt hier irgendwo... Ja, ja, wird doch gleich wieder. Kann ich das nicht kleiner machen? Ich habe so ein... Nee, das gefällt mir irgendwie so nicht. Na gut, haben Sie das? Oder Teile davon zumindest? Tippt schneller. Gut. Gut, was ist jetzt das Tolle daran? Ich könnte jetzt irgendwie, erstmal kann ich natürlich auch sagen, help NST1. Dann meckert er schon mal rum, weil ich das hier falsch gemacht habe. Muss nämlich nicht return stehen hier, sondern ich muss hier den return value hier oben noch auf n umbenennen. Manchmal bringe ich was durcheinander. Eine Zeile weniger sogar, aber dafür ist der Return Value nicht RedVal, sondern N jetzt, weil ich das hier auch N genannt habe. So, die beiden müssen natürlich gleich heißen. So, jetzt als erstes tippe ich mal help NST1 ein. Und das Tolle ist, dass er mir jetzt meinen ersten Kommentar, der in der Regel über dem Funktionendefinition steht, dass er mir den ersten Kommentar hier als Hilfe reinschreibt. Das heißt, ich kann also da oben meine eigene Hilfe für meine eigenen Funktionen reinschreiben. Ich könnte jetzt reinschreiben, die Eingabewerte sind so und so und so und so und so weiter. Also die Dokumentation ist auch zu was Nütze. Ich muss nicht immer in die Datei reingucken, sondern kann es selber aufrufen. So, und dann könnte ich jetzt natürlich auch einfach aufrufen mit NST1 von 1. So. Und dann macht er genau das, was wir haben wollten. Er plottet nämlich meine Funktion im Bereich von minus 5 bis plus 5. Und er gibt mir die Nullstelle auf der positiven Seite raus. Die steht hier unten als Answer. So, ich kann hier auch 2 eintippen. Dann habe ich es um 2 verschoben. Ja, bitte. Hat gereicht? Sie haben ganz, ganz kurz gesagt. Geht. Gespeichert ist es, ne? Also ich habe vergessen zu sagen, Sie müssen es natürlich speichern, ne? Also Steuerung S oder so, ich drücke das immer so in Gedanken oder ohne Gedanken, so alle paar Sekunden oder Minuten drücke ich einfach mal Steuerung S, dann ist es weg und gesichert. Man kann das natürlich auch hier über... da oben über Speicher machen, ne? Da ist es, glaube ich. Dateispeicher, da. So, NST von 3 oder von 4 oder von, geht das auch? 5 und von 6 sollte es, doch, geht sogar auch. Wieso geht das auch? Find ich erstaunt. Nicht. Bitte?
Ja, aber eigentlich müsste das jetzt hier mit dem Nullstellen-Bracketing, also mit der Eingrenze der Nullstelle nicht so richtig funktionieren, aber irgendwie macht er trotzdem mit. Also, ich wundere mich, dass es vorher noch mal 25 noch gemacht hat. Das ist die eigentliche Frage. Warum macht das bei 25 nicht? Warum macht das bei 26 nicht mehr? Aber eigentlich sollte er, ich sage ihm ja bloß, die Nullstelle liegt zwischen 0 und 5. Ach so, ja. So, und wenn die Nullstelle aber nicht zwischen 0... Sollte ja eigentlich eine Fehlermeldung haben. Ja, ist doch richtig. Klar, bei 25 macht das noch, nicht so, bei 5, bei 25 macht das noch, weil da noch die Nullstelle liegt, aber bei 26 liegt die Nullstelle außerhalb dieses Bereichs, deswegen macht das nicht mehr, ist ja klar. Jetzt doch einen Moment drüber nachdenken und nicht so viel reden. Ja. Haben Sie was falsch gemacht? Haben Sie das so eingetippt? Wird man tippen nicht? Speicher, wieso? Ja, die machen die ja nur bis 0,5, sie müssen da bis 5 machen, ne? Ja gut, aber das müsst ihr trotzdem anzeigen. Machen wir abspeichern und ausführen. Ja, das ist so was, hält nur. Ja, machen wir, da zeigt er Ihnen doch was an. Ne, nicht da, auf dem Bildschirm, nicht. Okay, gehen wir auf den Editor wieder. Ja, f von x, nicht f, Komma. So, jetzt geht's auch. Ausprobieren. Ne? Im richtigen Verzeichnis. Ich meine, Verzeichnis habe ich einfach Elektrotechnik genannt. Und ich habe es dann beim Editor habe ich nochmal Speichern unter und das Verzeichnis ausgewählt. Ja, Sie sind aber nicht in dem Verzeichnis, ne? Warum? Müssen in das Verzeichnis auch reingehen. Das ist hier DL okay. Dann. Da müssen Sie schon richtig in das Verzeichnis gehen, wo es drin ist, ne? Ach so, ups. Ja. Okay, dann weiß ich jetzt warum. Hä? Jetzt müsste es gehen. Ne? Sie haben es Funktion genannt. Das heißt Funktion.m. Machen wir mal. Ach so, ich habe da Uniklammern genommen. Statt E gegeben, vielleicht deswegen. NST1.m, dann steht es auch da. Und dann, gut, der Aufruf ist falsch, weil Sie da eckige Klammern brauchen. Aber dann geht's so in etwa. Gut. Schiete. Gut. So. Das haben wir. Was brauchen wir noch? Na, warte mal, läuft das jetzt eigentlich? Läuft. So, was brauchen wir? Was wollen wir noch machen? Also Nullstellen können wir bestimmen, Platten plotten können wir. Wenden wir uns nochmal wieder den Matrizen zu. Also was haben wir jetzt gelernt? Also zunächst mal, das fügen wir mal gerade hier hin. Wir können jetzt Vektoren anlegen. Wir können Operationen mit Vektoren machen. Wir können plotten. Machen wir gleich. Machen wir gleich noch.
Das war Daten. Also das wird jetzt mit Matrizen kommen. Weil eigentlich ist ein Excel-File eine Matrix. So, Nullstellen suchen und wir können Funktionen anlegen, Funktionen definieren, ne? Das haben wir an relativ einfachen Beispielen gemacht. Der Sinn der Session hier ist, Ihnen irgendwie zu zeigen, dass das relativ einfach oder dass man mit relativ einfachen Mitteln sich dieses Programm sehr zunutze machen kann. Ne? Also nicht im Sinne von total leicht oder so, sondern im Sinne von, man muss gar nicht viel tun, nur das Richtige tun, aber gar nicht viel. Und dann kriegt man schon zum Beispiel so einen Graphen oder sowas hin, aber natürlich auch von anderen Funktionen. So, machen wir eine Matrix. Matrix wird immer mit eckigen Klammern eingeführt. 1, 2, 3 ist die erste Zeile. Da, so weit konnten wir es schon. So, das Semikolon macht jetzt einen Zeilensprung. 4, 5, 6. 7, 8, 9. Eckige Klammer zu. So, und dann haben wir schon eine 3x3 Matrix da stehen. Hä? Magic, ja. So, machen wir ein kleines B, und zwar einen Vektor, den nennen wir mal 10, Semikolon 20, Semikolon 30, weil ich gerne einen Spaltenvektor hätte. Einen Zeilenvektor haben wir eben gemacht, dann müssen Sie nur Spaces oder Kommas machen, dann bleiben Sie in der gleichen Zeile und es wird ein neues Element. Wenn Sie aber Semikolons dahinter packen, dann wird es jedes Mal eine neue Zeile und so haben wir jetzt einen Spaltenvektor. Jetzt können wir die Matrix multiplizieren mit dem Vektor, nämlich als einfach A mal B. Also keine zwei verschachtelten Vorschleifen oder so, wie man das in C oder Java machen müsste, ohne die entsprechenden Bibliotheken, sondern einfach nur, wie man es in der Mathematik ausschreibt, A mal B, fertig. Bitte? Ich weiß nicht, was das ist, aber es geht bestimmt, ja. Wenn Sie mir kurz sagen, was das sein soll, dann... Ja, kann man. Können wir gleich machen. So, also... aber jetzt waren wir erstmal bei A mal B. Also A mal B können wir jetzt machen. Wir gehen die Abkürzung, wir bestimmen gleich die Determinante von A. Dummerweise ist das 0. Ich wundere auch gerade, warum das 0 sein soll. Bei mir auch. Wieso ist das? Es geht gegen 0. Es geht schon gegen 0, aber es ist schon 0. Ja. Ja, das ist wahrscheinlich ein Rundungsfehler. Ich denke mal von den Einsprüngen her, dass da vielleicht irgendwas. Bei mir bleibt es 0. Gut, das kann natürlich an unterschiedlichen Zahlendarstellungen auf Linux und Windows liegen. Ne? Was haben Sie jetzt raus? Hoch, Minus? 16. Minus 16. Also praktisch fast schon wieder 1. Nee. Also die ist also 0, die Determinante. Das ist jetzt keine sonderlich tolle Matrix, die ich da ausgewählt habe. Aber Ihr Ergebnis stimmt ja normalerweise. Bitte? Ihr Ergebnis müsste aber stimmen. Ich habe es jetzt nicht von Hand ausgerechnet, aber ich würde mal sagen, ja. Naja. So. Muss ja so bleiben, ne? Selbst wenn ich da 1 zu addiere. Nehmen wir mal eine andere Matrix. 1, 2, 3. 3, 2, 1. 4, 5, 6. Wieso sind die bei mir alle 0, die Dinger, ey? Na jetzt, ne? So,
Also irgendwas, was wirklich nicht 0, also ich habe jetzt hier 1, 2, 3, 3, 2, 1, 4, 5, 7. Also wichtig ist, dass die Zeilen alle linear unabhängig voneinander sind, sonst funktioniert das nämlich nicht mit dem Invertieren. Naja, und wenn Sie invertieren wollen, dann können Sie einfach inf von a machen. Also jetzt funktioniert es noch mit der Determinante, aber wir können auch hier die kleinen, die Matrizen gleich ausschneiden. Dann können wir auch invertieren. Format short. So. Also mit dem Formatbefehl schaltet man einfach zwar die Zahlenformate um, ob er da wie viele Nullen er anzeigt letztlich. Ne? Ist ein Befehl, den man selten verwendet. Ich habe es jetzt mal gemacht, damit ich irgendwie auch jetzt hier nicht diese 10 hoch minus 16 oder so, damit ich vielleicht 10 hoch minus 16 sehe, was aber nicht passiert ist. So, also. Das ist die invertierte von a. Wir können natürlich mal gucken, was passiert, wenn ich inf von a mal a mache. Ich hoffe, das deckt sich mit Ihrer Erwartung. Ja? Und ich könnte auch inf von a, was denn? Mal b machen. Ich habe jetzt gleich eine neue Variable festgelegt, diese c. C ist nämlich gleich die invertierte von a mal b. Und das ist ein neuer Vektor, genau. Also was ich jetzt im Prinzip berechnet habe, ist a mal c gleich b. Und daraus folgt, oder das können Sie umformen in c ist gleich a hoch minus 1 mal b. Also das wäre jetzt die Lösung des Gleichungssystems. Ne? So, es geht sogar noch leichter. Das muss ich ja gleich aber ein bisschen tricksen. Ne, tricksen muss ich nicht, aber da mache ich immer zwei Fehlversuche, bis ich es raus habe. Also damit habe ich schon mal ein Gleichungssystem gelöst. Ja? Sie lachen? Nee, die zwei Striche heißen Matrix. was ist bei Ihnen die Notation für Matrix in Mathe? Das ist Großbuchstaben. A. Ja, wir haben immer genau eigentlich. Oder gibt es AT oder A Stern? A Stern wäre zum Beispiel, was war es? Transponiert. Und konjugiert, das ist schon komplex. Also, ich wollte jetzt nicht in die Mathematik allzu tief einsteigen. Also, für mich ist das ist ein Vektor. Ich male keinen vollständigen Pfeil, weil es Zeit spart, aber hier wäre es auch egal gewesen. Und zwei Striche oben drüber ist eine Matrix. Da manche machen Strich drunter, manche machen deutsche Buchstaben, also alte deutsche Buchstaben. Aber die kann heutzutage keiner mehr. Das war noch so, als Mathematiker, als ich das gelernt habe, da hat man da noch alte deutsche Buchstaben verwendet. Könnte ich aber heute auch nicht mehr. Muss auch nicht sein. Okay, so. Das mit der Inversion haben wir geschafft. Wir können jetzt natürlich auch hier A... Wir könnten mal B durch A probieren. Da müssen wir aber... das ist genau das, was ich gesagt habe. Da muss ich ein paar Mal probieren. Genau, das war's. So. Also, die Lösung des Gleichungssystems funktioniert auch... Also ich kann mir das nicht oder ich will mir das gar nicht merken. Das probiere ich halt zwei, dreimal aus und dann weiß ich, was da passiert. Nicht? So, was ich jetzt mit der Notation A / B gemacht habe, ist letztlich genau dasselbe wie das, was ich vorher gemacht habe. Nämlich löse mir das Gleichungssystem A mal C gleich B. So, ich weiß nicht, ob das in Mathematik erklärt wurde, aber über wirklich, wirklich explizit über die Inverse der Matrix zu gehen, ist zwar theoretisch... richtig, aber vom Aufwand her nicht der günstigste Weg. Der günstigere Weg ist das Gleichungssystem zu nehmen und das Gleichungssystem zu lösen und nicht die Inverse zu bestimmen, wenn man ein Gleichungssystem lösen will.
Also, und deswegen ist es, also bei 3x3 Matrizen spielt das alles keine Rolle und bei 10x10 auch noch nicht, aber bei irgendwie 10.000x10.000 wird es dann schon entscheidend. Nicht? Über welchen man, bitte? Ja, eben. Ja, 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 natürlich. Deswegen ist es ist mathematisch stabiler und mathematisch günstiger, das gleiche System zu lösen und nicht die Inverse zu bestimmen. Und in MATLAB würde man ihm einfach sagen, hier mit A / B löse mir das Gleichungssystem. Fertig, damit ist das schon das Problem gelöst. Aber wie gesagt, ich probiere da immer 2-3 Mal rum, bis ich das Richtige gefunden habe. Und A und C sind jetzt gleich. Wenn ich jetzt ausrechnen würde, A mal C, dann müsste eigentlich der Vektor B wieder rauskommen. Und das tut er auch, ne? Bitte? Naja, also, je nachdem, wie man den Formalismus jetzt wirklich definiert, aber die Diversion durch eine Matrix ist ja die Multiplikation mit der Inversen der Matrix. Und natürlich geht das, wenn die Inverse existiert, was ja nicht immer der Fall ist. Aber wenn die Inverse existiert, kann ich auch durch eine Matrix dividieren, weil das ist ja mal Inverse der Matrix. Ja, macht das Programm dann gleich, oder? Ja, sicher hat er das hier getan. Also das nur, Sie müssen es ihm mit dem Backslash anzeigen. Mit der einfachen, hier, was ich erst gemacht hatte, hier A durch B, funktioniert eben so nicht. Sondern das, was Sie wollten, ist das hier. Die anderen Sachen sind, die anderen Operationen sind auch definiert, aber eben andere als Multiplikation mit der Inversen oder Lösung des Gleichungssystems. In was denn? Ja. Zum Beispiel das. Naja, ist nicht LR, LR macht er nicht, LU, aber die, ich meine QR gibt er, hat er, genau, die QR-Zerlegung hat er. Also ja, hat er, aber die Matrix ist halt nicht positiv definiert, meckert er jetzt, ne? Also Cholesky funktioniert ja nur für die passenden Matrizen. Ne? Also für Zerlegung von Matrizen gibt es eine ganze Menge von Algorithmen, die da drin sind. Welche jetzt aber genau, muss ich auch immer googeln oder in der Dokumentation nachgucken. Ne? Also was sie eben gerade brauchen. Aber diese Zerlegung in L und U, also Lower and Upper oder sowas, ist standardmäßig natürlich da. Ne? Und Cholesky und noch vieles andere mehr. Wo ich jetzt nicht unbedingt drauf eingehen wollte. Ne? So, die Determinante von A können wir bestimmen. Sie wollten noch irgendwie Teilmatrizen haben, ne? Also können wir ja mal A von 1 bis 2 und nochmal 1 bis 2 machen. Ups. So, also Sie können hier in der Indizierung hier, können Sie angeben, welchen Teil Sie haben möchten, nämlich jetzt hier von 1 bis 2 und von 1 bis 2, 1 bis 2. So, was können wir noch machen? Wir können natürlich einzelne Elemente rausgreifen, also das Element 1, 3 beispielsweise. In der Notation. Oder auch, das brauche ich aber ganz selten, deswegen wird es ein bisschen tricky, ob es auch klappt. Die erste und dritte funktioniert aber auch. Ne? Die erste und dritte Zeile und die erste und dritte Spalte. Nicht? Das heißt also, wir haben jetzt im Prinzip das und das gestrichen und haben 1, 4, 3, 7 behalten. Entscheidend ist, dass hier jetzt in eckigen Klammern die Vektoren stehen. Das war vorher,
Wahrscheinlich kann man sich die eckigen Klammern, wenn man Spaces dann nimmt, auch weglassen. Ich würde sie jetzt explizit, damit es explizit sichtbar ist, drin lassen. Aber das ist, glaube ich, nur persönlicher Geschmack. Eigentlich ist es genau dasselbe gewesen wie das da, nur hier habe ich jetzt eben 1 bis 2 oder sowas drinstehen. Ne? Also so können Sie auch Teilmatrizen rausgreifen. Schön. So, Fragen, Wünsche, Anmerkungen? Nicht? Was war hier nochmal bitte? Ach so, stimmt. Speichern und das wollte ich noch machen, ja. So. Machen wir mal eins. Machen wir mal erstmal hier. Speichern wir dann mal die Matrix A ab. Save. Und zwar a.txt in A. Also A in A.txt. Da müssten Sie hier sehen, dass sich hier jetzt ein File A.txt, also ein Textfile, gebildet hat. Und wenn wir das öffnen, rechte Maustaste öffnen, dann steht hier, was das ist. Das war aber das kleine A. Ich wollte eigentlich das große A abgespeichert haben. So. Was ein bisschen doof ist, ist, dass er hier jetzt diese, deswegen kriege ich das nicht unbedingt in Excel rein, was er hier jetzt oben drüber stehen hat, sind ja hier diese, wie heißt's? Sind diese Kommentarzeilen, die möchte ich nicht unbedingt haben. Ich habe auch hier noch einen Fehler gemacht. Ich hätte ihm angeben sollen, in welchem Format ich es gerne hätte. Da sage ich ihm einfach mal in ASCII. So, und wenn ich ihm dieses Format explizit angebe, nämlich Save im Format ASCII, a.txt, also a in das File a.txt, dann schreibt er wirklich nur die Zahlen im ASCII-Format da rein. Da wollte ich hin. So, und da steht jetzt die Matrix A. Die kann natürlich auch beliebig größer sein. Ne? So, was Sie jetzt haben wollten, ist das Ganze Excel schreibbar oder lesbar. Das stößt jetzt auf ein Problem, nämlich den Punkt in Deutschland. Hier, jetzt muss ich mal kurz gucken. Vielleicht kann ich das umgehen, weil ich arbeite damit auch relativ selten. Doch, das versuche ich schon. Bin nicht ganz sicher, ob das eventuell funktioniert. Das mit. Nee, lassen wir sein, das hat keinen Zweck. Also, da können wir es mit. So kriegen wir es mit Punkten raus. Wir können es auch mit load a.txt wieder einladen. Und dann ist jetzt die Variable a überschrieben worden, weil die nämlich dann genauso heißt wie der Dateiname. Also, ich habe es als Text gespeichert und kann es wieder reinlesen und genauso könnten Sie jetzt auch irgendwelche ASCII-Dateien oder sowas einlesen. Ne? Das heißt, ich bräuchte immer noch von Excel halt das Format als Text. Was Schritt von Excel so in dem Format, das ist auch lesen kann. 1, 3, 6.
777. Können wir das jetzt abspeichern? Ich würde es jetzt mal als CSV abspeichern. Wo haben wir die? Da. Text CSV. Noch die richtige, das richtige Verzeichnis haben. So, hier kann ich sogar angeben, Unicode OTF8 ist, glaube ich, in Ordnung. Lassen wir einfach so, Feldtrenner, machen wir einfach nur das Leerzeichen, wäre besser. Gut. Warum hat er das jetzt nicht da reingeschrieben? Ne, das ist gar nicht da. Wieso ist das nicht da? So, weil ich da nicht drauf gedrückt habe, richtig. Jetzt ist es aber da. Da ist es jetzt. Okay, so. Öffnen wir das mal. Na, hier funktioniert es, weil ich hier keine Komma drin habe. Jetzt muss ich mal hier 1,1 angeben. Wenn ich das speichere, dann liest er das hier mit dem Komma ein. Das ist ein bisschen doof, ne? Also muss ich eigentlich meine Ländereinstellungen beim Excel ändern oder ich muss noch die Variante finden. Das geht aber über Formatstrings, wie er das eben auch in Octave richtig einliest. Aber das ist wesentlich ein Problem in Deutschland, dass man da auf dieses Komma und den Punkt achten muss. So, in Amerika haben sie das Problem nicht, weil da ist der Punkt, ne? Gut, das müsste ich mir jetzt aber offline angucken, wie ich da jetzt das Format richtig einlese, weil ich habe da normalerweise habe ich da keinen Stress mit, dass ich arbeite so wenig mit Excel und Dings da gemeinsam, dass ich mir das auch nicht merke, wie das funktioniert. Aber es, mindestens mit Umformatieren von Hand klappt's. So. Gut, noch irgendwie Fragen, Kommentare. Was ich hier noch sagen wollte, Sie müssen in so einer ausführbaren Datei nicht zwangsläufig eine Funktion definieren. Sie können, ich würde das auch als gute Praxis bezeichnen, dass man das macht. Man kann da aber auch einfach Befehle runterschreiben, ohne dass da oben das Schlüsselwort Function steht. Dann ist das einfach ein Programm, das oben anfängt und unten aufhört. Wir haben auch natürlich auch solche Strukturen wie for und if und so weiter drin in der Programmiersprache. Würde ich jetzt aber nicht unbedingt durchlaufen, weil wir wollen jetzt nicht Programmieren üben, sondern so ein bisschen mit mathematischen Zahlen oder sowas umgehen lernen. Ne? Mit den Mathe-Features da umgehen lernen. Okay, aber Viertelstunde Pause bis Viertel vor und dann geht's in die Maschenstromanalyse.